Was vielleicht nicht von Anfang an klar war, war, wie langjährig doch gewisse Prozesse dauern und um gewisse Änderungen im Rahmen der Wasserwirtschaft vorwärts zu treiben. Und was da doch alles mit verbunden ist, das war vielleicht nicht im Detail bekannt. Und vielleicht auch nicht die Widerstände, die es am Anfang gab. Und deswegen vielleicht nochmal umso mehr die schöne Entwicklung, dass von einer zu anfangs ziemlichen Konfrontation oder auch nicht gerade offenen Diskussion sich das Ganze gewandelt hat. Also ich denke, auch mit Wasserversorgern oder auch Behörden war das vielleicht vorher nicht unbedingt in dem sachlichen, konstruktiven, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Der SGV haben wir genau diesen Interessensausgleich immer gesucht, um einfach wirklich Naturschutz und Wassergewinnung in Einklang zu bringen. Und ich denke, da kann man einfach mal einige positive Beispiele nennen, was in den letzten Jahren erfolgte. Das war einmal das geplante Gewinnungsgebiete, in dem Fall an der Salz und Sausel, wurden nicht als Gewinnungsgebiet in Betrieb genommen. Es wurden die beiden Gebiete als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Und das heißt, das war natürlich ein erster wichtiger Erfolg in unserer Arbeit. Und der große Meilenstein, eben schon angesprochen, die umweltschonende Grundwassergewinnung, die ganz klar darauf abzielt, den Biotopen das erforderliche Wasser zu belassen, um einfach die Schäden eben entsprechend zu minimieren. Wo wir mittlerweile sehr sicher sind, dass das der eigentliche Punkt ist, nämlich der betriebswirtschaftlichen Denkweise, wie sieht meine nächste Jahresbilanz aus? Kann ich Gewinne ausweisen mit meiner Gesellschaft, ja oder nein? Und dann tue ich natürlich alles dafür, Gewinne auszuweisen. Und der Daseinsvorsorge, die sagt, Hände weg vom billigen Wasser, nur aus dem Vogelsberg, nur weil es wesentlich billiger ist, es zuzukaufen, als selber das eigene Wasser zu fördern. Wir müssen raus aus diesem AG-Prinzip bei der Wasserversorgung. Wir müssen raus aus dem GmbH-Prinzip. Wir müssen raus aus der Privatisierung. Denn schauen Sie mal, was haben wir denn bei der Hessenwasser? Was haben wir denn bei der OFA? Ich darf da mal ganz direkt rüber gucken. Ach, beim Wasserverband Kinzig. Da haben wir ganz hervorragende Spezialisten. Da haben wir Fachleute, die unglaublich viel können und unglaublich viel wissen mit einem riesen Erfahrungsschatz. Die können Wasser managen. Die können Wasser ganz prima managen. Aber nicht unter dem Diktat, entsprechend Gewinn erwirtschaften zu müssen. Es funktioniert einfach nicht. Deswegen ist eine unserer ganz zentralen Forderungen an die Politik in den Kommunen, öffentlich-rechtliche Organisationsformen ohne Gewinnerzielungsabsicht. Und dann ist eben nicht mehr der Betriebswirtschaftler derjenige, der sagt, was zu geschehen hat. Es ist mein erster Auftritt als in guten Bürokraten deutsche Versorgungsempfängerin. Das bin ich nämlich jetzt als Staatssekretärin AD. Aber es ist natürlich auch klar, das habe ich ja auch bei den diversen Veranstaltungen zu meiner Verabschiedung gesagt, dass mich bestimmte Themen mit Sicherheit nicht loslassen werden. Und das Wasser gehört natürlich zu dem großen Komplex von Klima-, Biodiversitätsfragen etc. Und das sind die 30 Jahre Schutzgemeinschaft Vogelsberg. Und da möchte ich natürlich sozusagen ganz, ganz viele Glückwünsche aussprechen. Ich denke, auch das ist deutlich geworden, auch das, was Cecil Hahn am Anfang erzählt hat, dass das eine Erfolgsgeschichte ist, dass sie wirklich viel erreicht haben in diesen 30 Jahren. Und die umweltschonende Grundwasserbewirtschaftung ist da ja schon erwähnt worden. Es ist auch das Leitbild erwähnt worden. Sie alle, die hier aktiv sind, ein wirklich sehr gutes Beispiel dafür sind, wie Zivilgesellschaft, wie Umweltorganisationen, wie Bürgerinitiativen sozusagen das mit in die Hand nehmen und mit dafür sorgen, dass entsprechende Themen auf der Agenda sind, dass die entsprechenden Themen sozusagen mit Nachdruck auch diskutiert werden und dass versucht wird, Lösungswege zu finden.